Ich heiße Sie heute hier ganz herzlich willkommen in Meerbusch-Osterath an unserem zukünftigen Konverterstandort. Und bis zum kompletten Ausstieg aus der Braunkohleverstromung spielt dieser Konverter für den sicheren Energiemix hier in Nordrhein-Westfalen eine sehr, sehr entscheidende Rolle, weil wir mit diesem Konverter den Windstrom aus dem Norden, aus der Nordsee und auch aus den Offshore-Windenergieanlagen hier nach Nordrhein-Westfalen transportieren können. Die Beschleunigung des Netzausbaus ist aus meiner Sicht eine Grundvoraussetzung dafür, dass uns der Umbau des Energiesystems dann auch im Zeitplan gelingt. Sowohl bei Allegro als auch hier führt nur das intensive Miteinander zum Erfolg. Wir stehen in einer Zeit in Nordrhein-Westfalen, in der Bundesrepublik, in Europa, in der wir unser Energieversorgungssystem vom Kopf auf die Füße stellen müssen. Wir haben gestern den Reviervertrag 2.0 unterzeichnet, in dem ein ganz wesentlicher Teil ist die Energieversorgungssicherheit. Und auch dafür ist das, was hier entstehen wird, durch Amprion mit Siemens, getragen von lokaler, regionaler Politik, eine ganz entscheidende Weichenstellung. Ich freue mich, die Freude wird größer werden, weil Sie tatsächlich sagen können, dieser Ort hat jetzt eine gute Geschichte zu erzählen. Sie sind Teil der Lösung, wie wir Klimaneutralität realisieren, als eine freie und moderne Gesellschaft. Vielen Dank. Wer einen Grundstein legt, der verbreitet Aufbruchsstimmung. Wer einen Grundstein legt, schafft etwas Neues und blickt mit Zuversicht in die Zukunft. Wir wollen auf gesunder Vertrauensbasis zusammenarbeiten, damit dieses Großvorhaben zu einem Ergebnis und Abschluss kommt, dass wir in Meerbusch stolz sein können auf diese Anlage, wenn eben dieser Beitrag, den wir damit leisten, dann dieser wichtige Beitrag ist, der hier ebenso beschrieben worden ist. Deswegen möchte ich nun auch positiv nach vorne schauen, möge alles planmäßig und vor allen Dingen unfallfrei vonstatten gehen. Herzlichen Dank.